I'm Very Best Thing stelle ich euch heute meinen Wochenplan in Englisch vor, den ich über Keynote erstellt habe. Die Schüler bekommen die Datei von mir zugeschickt, entweder per AirDrop oder über das Aufgabenmodul in iSurf. Wenn die Datei nicht zu groß ist, geht es auch per E-Mail und laden sich das runter, sodass sie das dann ganz individuell in ihrem eigenen Tempo in der Woche kreativ bearbeiten können. Ich habe die Möglichkeit in der Keynote, die Schüler verschiedene Aufgabenformate hier machen zu lassen. Sie können zum Beispiel direkt eine Mindmap erstellen, die ich hier eingefügt habe, sodass sie dann die Möglichkeit haben, hier mit ihrem Stift einfach reinzuschreiben. Ich habe die Möglichkeit, Audiodateien hier aufzunehmen, die sie sich immer wieder expensive anhören können, sodass sie dann hier einfach dann die jeweilige Vokabel finden müssen, das Ganze raussuchen können, um sich das natürlich auch bei der Aussprache immer wieder anzuhören. Ich kann Dateien einfügen, also Bilder einfügen, die dann auch wieder direkt von den Schülern bearbeitet werden können. Ich habe die Möglichkeit, die Schüler selber Audiodateien aufnehmen zu lassen, um mir da die Aussprache anzuhören, was natürlich gerade bei den Schülern ganz toll ist, die sich so während des Unterrichts vielleicht nicht so häufig melden, sodass ich auch da immer eine Rückmeldung bekomme, wie ist da gerade so das Sprachgefühl, das Sprechgefühl, und kann da natürlich dann ganz individuell auch bei der Aussprache bestimmter Vokabeln nochmal nachsteuern. In picture see Lukas in the park. Genau, so kann ich mir das immer wieder anhören und auch da, wie gesagt, gezielt nochmal Rückmeldung geben. Außerdem habe ich die Möglichkeit, Videos einzufügen. Wenn es jetzt um das Reading geht, dann haben die Schüler die Möglichkeit, sich in dem Fall mich anzuhören, anzugucken, wie ich den Text vorlese. Sie können ihn dann ganz entspannt nebenbei mitlesen und sehen dabei aber dann trotzdem nochmal, wie ich das Ganze vorlese. Und es sieht vielleicht mit einem Video, wenn es eine Erklärung kann es ja auch sein, oder hier der Reading-Text ist nochmal ein bisschen abwechslungsreicher aus, als wenn es nur eine Audiodatei ist. Saturdays are great. I have no school. Mom always works on Saturdays. But Dad... Genau. So haben jetzt die Schüler verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Aufgabentypen zu bearbeiten, Audiodateien einzufügen, kreativ zu werden, zu schreiben, sodass ich ihnen dann ganz individuell nochmal eine Rückmeldung geben kann. Ich kann dann wieder direkt hier reinschreiben, den Schülern das zurückschicken und dann eben darauf meinen nächsten Wochenplan vorbereiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr nehmt ein paar Inspirationen mit und setzt es vielleicht auch selbst in eurem Unterricht einmal um.